Einen wunderschönen Mittwochvormittag und herzlich willkommen zum Minsk-Forum. Mein Name ist Christian Trippe, ich bin Mitglied der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft und im Hauptberuf leite ich die Osteuropa-Redaktion der Deutschen Welle. Mich werden Sie in den nächsten 2 Tagen immer dann sehen, wenn ein Programmteil endet oder beginnt. Und von mir bekommen Sie auch, falls das nötig wird, technische Informationen. Schön, dass Sie alle dabei sind. Dieses Minsk-Forum ist nun wahrlich anders als die 17 vorausgegangen. Wir mussten wegen der Pandemie viele liebgewordene Traditionen über Bord werfen. Wir sehen uns nicht in einem lauschigen Sitzungssaal, sondern im Netz. Eine Tradition aber haben wir beibehalten, nämlich uns einzustimmen auf die 2 Tage Diskussionen, Beratungen und Vorträge mit einem Film. Welcome back to the Minsk Forum. The dialogue in the center of Europe. Willkommen zurück zum Minsker Forum. Der Dialog konzentriert sich auf Offenheit und Fairheit. Willkommen zum Minsker Forum 2018. Aufgrund der Covid-Pandemie haben wir das Forum zum ersten Mal virtuell. Es ist natürlich trotzdem genauso wichtig wie immer, die Ereignisse in Belarus zu verfolgen. 23 Jahre nach dem ersten Minsker Forum ist es so, dass Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus Belarus, Deutschland und den benachbarten Ländern noch einmal zusammenkommen, um politische, wirtschaftliche und andere Fragen erörtern. Wir hatten gedacht, es ist eine gute Idee, diese Plattform zu haben, um einen kritischen Dialog weiterzuführen über die Jahre. Und deswegen hat er immer eine Rolle gespielt als Spiegel der Beziehungen zwischen Belarus und der Europäischen Union und Deutschland. Der Dialog über Belarus hat hier seine wichtigste Plattform. Hier werden kommen Mitglieder zusammen aus der Akademie, aus akademischen Berufen, aus der Wissenschaft und Wirtschaft. Das Europäische Außendienst, das Europäische Parlament ist vertreten und auch viele Mitglieder des Deutschen Bundestages. Hier gibt es Möglichkeiten zur Diskussion mit Regierungsvertretern, mit der Opposition. Das Forum war immer eine offene Tür für Diskussionen zwischen allen Beteiligten und hat die Möglichkeiten geboten, Beiträge zu leisten aus allen Perspektiven im Hinblick auf die Situation in der Gesellschaft und das Regime. Das Minsker Forum musste 4 Jahre ausgesetzt werden, da sich die Beziehungen zwischen Belarus und der EU verschlechtert hatten nach den Wahlen. Der Dialog mit der Zivilgesellschaft in Belarus folgte dann jedoch wieder in Vilnius im Minsker Forum. Mit dem eskalierenden Konflikt in der Ukraine in 2014 war es so, dass Minsk wieder auf die politische Landschaft zurückkehrte als Ort der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Mit der Unterstützung der Freunde aus Deutschland. Das Minsk-Forum kehrt 2016 nach Minsk zurück und hat zu diesem Zeitpunkt eine Rolle in der Normalisierung der Beziehungen gespielt. Hochrangige parlamentarische und diplomatische Treffen standen fast einschließlich Gespräche zur Mitgliedschaft von Belarus in der Welthandelsorganisation oder zur Einführung eines visafreien Beziehungsregimes mit der EU. 2017 haben Belarus und Deutschland das 25. Jubiläum der Wiederherstellung der diplomatischen Beziehung gefeiert. Die moderne Geschichte der bilateralen Beziehung ist durch Höhen und Tiefen gekennzeichnet. Der erste Arbeitsbesuch des deutschen Außenministers Sigmar Gabriel seit langer Zeit war möglich geworden. Die Rede von Minister Gabriel im Minsker Forum 15 war ein Ausdruck der Wertschätzung. In den jüngsten Jahren fokussiert sich das Forum auf wirtschaftliche und politische Fragen, auch auf schwierige Fragen der EU, aber auch auf neue Technologien und Digitalisierung. Im 2017 im Minsk-Forum konnten wir das Jubiläum der deutsch-belarussischen Gesellschaft gemeinsam feiern. Das Jahr 2020 hat alles geändert. Nach den Präsidentschaftswahlen am 9. August begann das Regime, friedliche Demonstranten anzugreifen. Viele Belarussen wurden verhaftet. 5 Menschen starben nach brutaler Folter durch die Polizei und viele Menschen verließen das Land. Das Minsk-Forum geht weiter. Es findet statt zu Zeiten der Gewaltanwendung und während die Opposition nationalen Dialog fordert. Dieses Jahr findet das Minsk-Forum zum ersten Mal unter neuer Leitung statt. Nach 23 Jahren ist
wird der Vorsitz übergeben an den Außenminister der früheren DDR, Markus Meckel, ehemals Mitglied des Bundestages der Sozialdemokratischen Partei. Die Hauptthemen für das 18. Forum wird die Spaltung der belarussischen Gesellschaft sein, der Bedarf einem nationalen Dialog und die Außenbeziehungen zur EU und anderen Staaten sowie die Frage der wirtschaftlichen Modernisierung. Die Sprecher werden Möglichkeiten zu erörtern, wie aus der politischen Krise herausgekommen werden kann. Willkommen zum 18. Minsker Forum. Willkommen zum Minsker Forum. Willkommen, Markus Meckel, Vorsitzender der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft. Eben schon im Film gesehen. Markus, du eröffnest. Sehr geehrter Herr Außenminister Heiko Maas, sehr geehrter Herr Außenminister Zbigniew Rau aus Polen, liebe Svetlana Tichanowskaja, ich freue mich sehr, dass wir Sie heute unter uns haben können. Sehr geehrte Damen und Herren, und ich freue mich, dass Professor Snyder, den ich hier besonders begrüßen möchte, im Anschluss an die drei Grußreden und seine Keynote-Speech halten wird. Wie Sie eben gesehen haben, hat das Minsker Forum eine lange Geschichte über zwei Jahrzehnte, in der versucht wurde, in Deutschland Aufmerksamkeit für Belarus zu schaffen, das Land bekannt zu machen und den Dialog zu fördern. Den grenzüberschreitenden Dialog, aber eben auch den Dialog im eigenen Land selbst. Ich freue mich sehr, dass von dieser Stelle aus Rainer Lindner, der dieses Forum gegründet und auf den Weg gebracht hat, und bis zum letzten Jahr geleitet hat, sowie Astrid Sahm an seiner Seite ganz herzlich zu danken. Er sitzt mit ihr gewissermaßen hier in der ersten Reihe. Heute ist nun jedoch alles anders als früher. Und nicht nur wegen Corona und der Tatsache, dass wir uns hier nicht persönlich begegnen können, was natürlich sehr schade ist. Sie, liebe Svetlana Tichanowskaja, sind gemeinsam mit Veronika Tsepkala und Maria Kolesnikova zum Gesicht eines ganz neuen Belarus geworden, getragen von den Menschen auf den Straßen im ganzen Land. Wir erleben ein Land im Aufbruch, ein Land, in dem nun schon seit 16 Wochen die Menschen aufstehen und sich ihre Stimme in der gefälschten Präsidentschaftswahl vom August nicht stehlen lassen wollen. Ein Land, in dem Hunderttausende, und zwar Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft und jeden Alters, der gnadenlosen Gewalt der staatlichen Sicherheitskräfte widerstehen und nicht aufgeben. Tausende wurden verhaftet, geschlagen und gefoltert, viele von ihnen und vergewaltigt. Die Zahl der politischen Häftlinge steigt stetig. Auch die Männer dieser drei Frauen, die ja ursprünglich selbst kandidieren wollten, sind noch in Haft, ebenfalls Maria Kolesnikova. Viele Tausende sind ins Exil gedrängt, leben heute in Litauen, Polen und der Ukraine, die sie mit offenen Armen empfangen haben und ihr Leben, ihre Arbeit im Exil unterstützen. Diesen Ländern sei ausdrücklich gedankt. Deshalb freuen wir uns sehr, dass heute auch der polnische Außenminister Zbigniew Rau zu uns spricht. Der Forderung nach einem Ende der Gewalt und der Freilassung der politischen Gefangenen, die wir auch heute wieder erheben, hat sich Lukaschenka bis heute verweigert. Ebenso den vielfachen Dialogangeboten im In- und Ausland. Um wenigstens hier miteinander reden zu können, hatten wir auch Vertreter der Regierung zum Minsk-Forum eingeladen, die diese jedoch ausschlugen. Eine Welle der Solidarität, der Sympathie und Zustimmung zu diesem mutigen Protest und Aufbruch ging durch ganz Europa und weit darüber hinaus. Das Europäische Parlament hat Ihnen, Frau Tichanowskaja, und Ihren Mitstreiterinnen den angesehenen Sacharow-Preis verliehen. Der Deutsche Bundestag hat sich in einer Resolution Ihnen an die Seite gestellt. Aber
Der gewaltlose Kampf gegen die brutale Gewalt ist noch nicht am Ende. Mit Bewunderung sehen wir, wie trotz der Repressionen immer wieder Abertausende auf die Straße gehen oder in anderen fantasievollen Formen ihren Protest und Widerstand ausdrücken. Mit Sorge fragen wir, wie lange das durchzuhalten ist. Wir fragen uns, wie wir diesen Weg der Selbstbestimmung unterstützen können, den wir Ostdeutschen 1989 mit Polen, Ungarn, Tschechen und anderen, unterstützt von vielen, siegreich vollenden konnten. Wir setzen uns dafür ein, dass die ausgedrückte Solidarität mit ihnen nicht nur in Worten stecken bleibt, sondern schnell und unkompliziert bei denen spürbar wird, die unsere ganz konkrete Hilfe brauchen. Wir brauchen eine dauerhafte, strukturelle Solidarität mit Belarus in Deutschland und der Europäischen Union. Was heute in Belarus geschieht, kann nur von den Menschen in Belarus gemacht werden und geht ausschließlich von ihnen aus. Aber es geht uns alle an. Die Nachbarn sind betroffen, wie auch wir in Deutschland und die ganze Europäische Union. Denn die Menschen in Belarus berufen sich auf die Werte, zu denen auch wir uns bekennen. Es geht um Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. Und wir können sicher sein, dass sehr viele in Russland aus ganz unterschiedlichen Gründen mit Spannung verfolgen, wohin dieser Weg in Belarus führt. Wir sind froh, dass Sie, Frau Tichanowskaja, heute zu uns sprechen, gewissermaßen eingerahmt von unserem deutschen Außenminister Heiko Maas, der nach mir das Wort ergreift, worüber wir uns sehr freuen. Ihnen folgt dann der polnische Außenminister Zbigniew Rau, dessen Regierung viel für Sie getan hat. Das hat schon eine symbolische Bedeutung. Auch andere aus Belarus und im Exil nehmen in diesen 2 Tagen an unseren Gesprächen teil, wofür wir sehr dankbar sind. Aber dann eben auch Teilnehmer aus den Nachbarländern Litauen, Polen und Russlands sind erfreulicherweise dabei. So können wir gewissermaßen Zeuge und Teilhaber einer Suchbewegung sein auf dem Weg zu einem freien und selbstbestimmten Belarus. Ich danke dem Auswärtigen Amt, das die ganze Veranstaltung finanziell möglich macht. Gleichfalls möchte ich mich bei allen Partnern bedanken, die das Minsk-Forum mit ausrichten. Die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Heinrich-Böll-Stiftung. Die MC-Group sowie das Belarusische Institut for Strategic Studies in Belarus. Auch der TV-Sender Belsat in Warschau unterstützt uns sehr. Die Schirmherrschaft für das Minsk-Forum hat wieder der deutsche Botschafter in Minsk, Manfred Hutterer, übernommen. Das freut uns. Ganz besonders möchte ich nun jedoch mich bei Professor Timothy Snyder bedanken. Er wird im Anschluss an die 3 Grußworte in einer Keynote-Speech den heutigen Blick auf Belarus in einen größeren Kontext stellen und ihm so mehr Tiefenschärfe verleihen. Darüber freue ich mich außerordentlich, denn man weiß, wie sehr er Ihrem Land verbunden ist. Ich danke Ihnen. Und möchte nun gleich weiterleiten und unserem Außenminister Heiko Maas das Wort erteilen. Ja, vielen Dank, lieber Markus, lieber Zbigniew, liebe Svetlana, sehr verehrter Herr Professor Snyder, verehrte Abgeordnete, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Markus Meckel hat natürlich recht, das ist heute kein Treffen, wie wir es aus den Jahren zuvor kennen. Die Krise der letzten Monate, die wir alle miterleben mussten, hat Belarus grundlegend verändert. Das alte System bröckelt und ein neues Belarus erwächst.
Und dabei verbindet uns alle, dass wir in diesem neuen Belarus uns wiederfinden können und ihm deshalb auch zum Durchbruch verhelfen wollen. Und deshalb haben wir, glaube ich, alle Hoffnung und Sorge, Mut und Verzweiflung, wenn wir in diesen Tagen nach Belarus blicken. Denn Woche für Woche gehen dort mutige Frauen und Männer auf die Straße in Minsk, in Grodno, in Brest und in vielen anderen Städten des Landes. Und sie demonstrieren für Demokratie und sie tun das gewaltfrei und sie fordern, dass ihre Stimmen gehört werden, und zwar in freien und fairen Wahlen. Und sie haben dafür unsere Unterstützung. Aber da ist letztlich auch das alte Belarus, mit dem wir es weiterhin zu tun haben. Sicherheitskräfte, die Demonstrantinnen und Demonstranten einschüchtern, prügeln und auch verhaften. Ein Staatsapparat, der kritische Journalisten und streikende Arbeiter auf die Straße setzt und protestierende Studierende exmatrikuliert. Und ein Mann, der den Dialog verweigert und tausende unschuldiger Menschen dieses Landes ins Gefängnis steckt. Seit der Wahl im August zählen wir über 30.000 Festnahmen, 1.000 Strafverfahren und weit über 100 politische Gefangene und auch Tote. Und kein einziges Strafverfahren gegen die Mitglieder der Sicherheitskräfte hat es bisher gegeben. Liebe Svetlana, du bist mit Mut gegen solche Repression ein Sinnbild des Wunsches der Menschen in deinem Land für Demokratie, Freiheit und Menschenwürde geworden. Und deshalb will ich das auch noch einmal sagen, und ich habe es schon auch an anderen Stellen gesagt, wir wollen euch in diesem Prozess begleiten und wir wollen euch auch unterstützen. Das gilt nicht nur für Deutschland, sondern das gilt für die Europäische Union. Ja, wir tun das oft mit Worten, aber wir wollen bei den Worten nicht stehen bleiben. Weil Lukaschenka seine Machtklicke weiter auf Schlagstöcke statt ernsthaften Dialog setzt, deshalb haben wir in der Europäischen Union Sanktionen verhängt. Und nicht nur verhängt, sondern wir haben sie weiterentwickelt und mittlerweile auch verschärft. Und wenn Lukaschenka seine Unterstützer nicht unter Kontrolle bekommt und wenn sie nicht einlenken, dann werden wir diese Sanktionen auch weiter Stück für Stück ausweiten. Dazu haben wir uns in der Europäischen Union entschlossen. Und dabei ist wichtig, wir zielen mit den Sanktionen direkt auf die Stützen des Lukaschenko-Regimes. Und wir beraten derzeit mit unseren Partnern, wie wir die gerichtsfesten Belege von Menschenrechtsverletzungen, die es ja gibt, täglich, wie wir die erfassen können und damit auch die Straftäter anschließend strafrechtlich verfolgt werden können. Und zudem verstärkt Deutschland auch seine Unterstützung der belarussischen Zivilgesellschaft bilateral, aber auch über die Kanäle der Europäischen Union. Wir fördern Projekte zur Inklusion, zur Ausbildung von Journalisten, denn wir wollen nicht hinnehmen, dass Lukaschenka seine Zivilgesellschaft weiter beiseite knüppelt. Und deshalb geht mein besonderer Dank unseren polnischen Freunden. Lieber Zbigniew, Polen hat als Nachbar von Belarus in den vergangenen Monaten viel geleistet. Und wir haben darüber beide auch uns oft ausgetauscht. Ihr habt viele belarussische Oppositionsvertreter aufgenommen und ihr habt ihnen in Warschau mit dem Belaruski-Dom und dem belarussischen Haus auch ein eigenes Refugium gebaut. Und Deutschland, das weißt du, Zbigniew, unterstützt die polnische Initiative für EU-Wirtschaftshilfen nach freien Wahlen in Belarus. Und wir drängen gegenüber dem belarussischen Staat auf eine schnellstmögliche Rückkehr des polnischen und auch des litauischen Botschafters nach Minsk. Meine Damen und Herren, auch Deutschland und Belarus verbindet Geschichte. Bedauerlicherweise eine dunkle Geschichte. Deutschland hat im Zweiten Weltkrieg sich bei der belarussischen Bevölkerung in einer Art und Weise verhalten, dass wir unfassbare Schuld auf uns geladen haben. Keine Region hat im Nazi-Vernichtungskrieg in Osteuropa einen höheren Blutzoll gezahlt als die sogenannten Plotlands, in denen auch die heutige Republik Belarus liegt. Das haben wir nicht vergessen in Deutschland. Und deshalb bin ich dankbar, dass wir in den vergangenen Jahren Brücken bauen konnten zwischen den Menschen unserer beiden Länder. Dafür steht die Geschichtswerkstatt auf dem Gelände des früheren Minsker Ghettos
Und unsere gemeinsame Historikerkommission hat endlich dieses Jahr ihre Arbeit aufnehmen können. Und ganz wichtige Brückenbauer zwischen Deutschland und Belarus sind dabei vor allen Dingen, lieber Markus, natürlich das Minsk-Forum und die deutsch-belarussische Gesellschaft. Und ihr habt das Forum dieses Jahr trotz doppelter Hürden aus politischer Krise und Pandemie organisiert. Und dafür danke ich euch allen und allen, die daran mitgewirkt haben. Wir erleben das ja alle, wie schwer das zurzeit ist, in Pandemiezeiten uns zu organisieren. Aber deshalb ist es umso notwendiger, dass wir uns gerade, wenn es um einen Kampf um Demokratie und Freiheit geht, eben nicht davon abhalten lassen durch die Widrigkeiten, mit denen wir es nun einmal zu tun haben. Es ist wichtig, dass es einen engeren Austausch gibt zwischen den Menschen unserer Länder. Dazu tragt ihr bei, dazu wollen wir heute auch beitragen, für Demokratie, Rechtsstaat und Menschenrechte und für das neue Belarus. Vielen Dank. Heiko, für diese ermutigenden Worte, die deutlich machen, wo wir als Deutsche stehen, aber eben nicht allein, sondern in der Europäischen Union. Und nun, liebe Svetlana, hast du das Wort. Wir sind sehr froh, dass du heute hier bist und hören dir mit Spannung zu. Dear members of the forum, liebe Mitglieder des Forums. Okay, dear Minister Maas, dear Minister Rau, dear Mr. Merkel, dear Professor Snyder, Maas, dear friends. Dear Mr. Lau, first of all, let me thank all of them and all you and the organizers for the opportunity to speak in front of you today. You know, it has been at least 4 months since the historic protests started in Belarus. And we have learned who we are as people in Belarus. And we paid a high price for our dignity. By now, almost 30,000 people have been detained during the post-election protests. Thousands have been tortured. Eight have been murdered. Tausende sind gequält und gequält worden und mindestens 8 sind gestorben. Es gibt sehr viele Verfahren, die angestrengt worden sind, darunter sehr viele gegen politische verhaftete politische Gefangene. Natürlich klingt das jetzt wie trockene Statistik, aber das sind natürlich alles Menschen und deren Leben geht es. Mein Mann, Tichanowskaja, ist jetzt schon seit über einem halben Jahr eingesperrt und unsere Tochter fragt mich, lebt unser Vater, lebt mein Vater noch? Unsere Familie ist natürlich nur ein Fall unter Tausenden. Manchmal kann ich nicht aufhören, daran zu denken, wie sich die Kinder fühlen, die nie mehr wieder ihre Väter sehen werden, die vom Regime getötet worden sind. Diese Geschichten gehen mir alle sehr nahe. Ich bin Mutter 2 Kinder. Und die Geschichten von unschuldigen Kindern, die unter der Gewalt des Regimes leiden, das sind Geschichten, die ich nie mehr vergessen werde. Ich möchte noch eine Geschichte mit Ihnen teilen. Alakhman Belarusta, ein 10 Jahre altes Kind. Ich saß auf einer Brücke, auf einer Bank im Park und plötzlich kamen 4 Menschen mit Masken und anderer Gier und dann sagten sie, besteig den Bus. Dann haben sie meine Finger genommen und fast gebrochen und mir Fingerabdrücke abgenommen haben. Gleichzeitig haben sie mich auch getreten und geschlagen. Ich habe einen starken Schlag gegen meinen Kopf erhalten. Danach haben sie gesagt, sie werden mich in den Keller eines Gebäudes führen und dort umbringen. Und ich frage mich nun immer wieder, wie können die Menschen, die diesen 14-jährigen unschuldigen Buben gequält haben und getreten und geschlagen und bedroht haben, wie können die nachts noch schlafen? Lukaschenko denkt, dass wenn er Gewalt anwendet, kann er diese Periode der Freiheit bekämpfen und uns in unseren Herzen, den Herzen des belarussischen Volkes, Angst erregen. Aber das wird nicht passieren. Wir
und mein Volk steht weiterhin und wird täglich stärker in unverwüstlicher Solidarität an der Seite. Maria Kolesnikova, die jetzt ja auch gefangen worden ist, wie sie gesagt hat, die Belarussen sind wunderbar. Und das ist nicht nur in der Hinsicht so, dass wir die Diktatoren loswerden wollen, die seit 26 Jahren an der Macht sind in unserem Land. Meine Freundin Maria Kolesnikova und ich, wir waren zufällig am richtigen Platz zum richtigen Moment. Und nun sind wir zu Symbolen des Wandels geworden. Aber all das wäre nicht möglich gewesen ohne die Unterstützung des Volkes von Belarus. In der Tat kämpfen unsere Menschen für die Prinzipien von Freiheit und Demokratie. Natürlich ist es bekannt, auch am besten, dass wir jetzt durch eine schwierige Zeit gehen. Ich glaube, dass wenn die internationale Gemeinschaft Belarus nicht unterstützt in unserem Kampf, dann werden wir auch auf internationaler Ebene eine tiefe Krise der Demokratie erleben. Deshalb halte ich dafür, dass es ganz besonders wichtig ist, dass all unsere Partner schnell und effiziente Aktionen, Handlungen unternehmen. Ich möchte an dieser Stelle auch Anerkennung und Dank äußern gegenüber Herrn Heiko Maas und unserem starken Partner der Bundesrepublik Deutschland. Wir hatten sehr produktive, bedeutungsvolle Treffen mit Bundeskanzlerin Merkel und auch mit Ihnen, Herr Minister Maas. Wir in Belarus sind sehr dankbar für die Unterstützung seitens aller deutschen Kreise. Ich möchte darum sagen, in Ihrem Namen vielen Dank, dass Sie unsere Zivilgesellschaft unterstützen und danke, dass Sie unsere unabhängige Presse unterstützen. Danke, dass Sie unsere Studenten unterstützen. Vielen Dank all den deutschen Diplomaten, die in Belarus arbeiten, die den Menschen dort vor Ort geholfen haben. Die Ereignisse der letzten 4 Monate haben uns gezeigt, dass Diktatoren nicht verändert werden können. Sie verändern sich nämlich nicht. Und es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass Deutschland jetzt direkte Hilfe und Unterstützung für das belarussische Volk gibt. Wir anerkennen auch und würdigen sehr stark, dass Sie in Deutschland einen neuen Marshallplan für Belarus etablieren wollen, der Wachstum und Stabilität garantieren soll, wenn wir endlich demokratischen Wandel erreicht haben können. Lieber Heiko, Ihre Ratspräsidentschaft in der EU kommt bald zu ihrem Ende. Ich möchte Ihnen danken für die großartige Arbeit, die Sie geleistet haben. Aber ich denke, es gibt immer noch eine Gelegenheit, dass Deutschland noch entscheidender die Unterstützung für die Demokratie in Belarus zeigen kann. Ich möchte andere Länder und Regierungen dazu aufrufen, sich ein Beispiel zu nehmen an der Rolle, die Deutschland hier gespielt hat, dass sie auch mit niemandem, der mit Lukaschenko und seinem Terrorregime zusammenarbeitet, weiter eine Business as usual, eine normale Arbeitsbeziehung unterhalten. Das ist nicht mehr möglich, wenn nicht entscheidender Wandel zustande kommt. Auf der nationalen Ebene kann jeder Staat so vorgehen, wie es für ihn möglich ist, innerhalb seiner Jurisdiktion die Leute auch anzuklagen, die Belarusiens kriminell verfolgt haben, wie wir das auch schon in Polen zum Beispiel gesehen haben. Der Aufruf zu internationalen Verbrechen, wie Lukaschenkos Regime sie sagt, die müssen geächtet werden. Unsere Bewegung ist für Belarus und für Demokratie. Natürlich ist Belarus daran interessiert, gute Beziehungen zu haben mit all unseren Nachbarstaaten, mit all unseren Partnern und die auch zu intensivisieren. Wir brauchen dringend von ihnen eine koordinierte, solidarische Unterstützung. Nur mit unseren internationalen Partnern kann Belarus endlich ein Land werden, ein Rechtsstaat, das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Demokratie und all das respektiert werden. Ein Land, wo
das Menschenleben und die Menschenwürde die höchsten Werte darstellen. Lassen Sie uns auch nicht vergessen, dass der friedliche Protest der Belarussen nicht nur ein Kampf ist um Freiheit und Menschenwürde in Belarus, sondern auch ein kritischer Test der gesamten internationalen Gemeinschaft. Lang lebe Belarus. Ich danke Ihnen. Ja, Svetlana, ganz herzlichen Dank für diese beeindruckenden und weiterführenden Worte, die uns in die Pflicht nehmen. Und wir wollen uns gern in die Pflicht nehmen lassen, weil es hier gemeinsam und unsere gemeinsamen Werte geht. Das ist sehr klar beschrieben und dem werden und wollen wir folgen. Ganz herzlichen Dank dir. Nun geht das Wort an unseren polnischen Außenminister, den wir eingeladen haben, um genau diese mehr als Bilateralität, die Einbeziehung der Nachbarn und der Europäischen Union deutlich zu machen. Sehr geehrter Zbigniew Rau, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Minister Maas, sehr geehrter Minister Meckel, sehr geehrte Frau Tichanowska, sehr geschätzte Teilnehmer, ich möchte mich mal den Organisatoren des Minsker Forums bedanken, dass sie mich eingeladen haben und auch für die Möglichkeiten, Überlegungen anzustellen zur Situation und zu den Zukunftsperspektiven dessen, was Sie Belarus im Umbruch genannt haben. Das erst 21. Jahrhundert hat uns bisher mehr Turbulenzen gebracht als Ruhe. Das trifft leider auch auf Belarus zu. Die aktuelle politische Krise im Land brach aus, nachdem Alexander Lukaschenka ankündigte, dass er seine sechste Amtszeit mit einer 80-prozentigen Mehrheit antritt. Diese Entscheidung führte zu einer massiven Reaktion des belarussischen Volkes. Nicht nur politischer Dissidenten oder Studenten in großen Städten, sondern auch Arbeitnehmer, Rentner, Frauen, Beamte, alle beschlossen, aufzustehen für ihre Grundrechte, für das Recht auf freie und faire Wahlen. Wir sehen deutlich ihre Entschlossenheit und ihre Hartnäckigkeit bis hin zur Bereitschaft, den höchsten Preis dafür zu bezahlen, den Preis des eigenen Lebens. Ich darf nur noch einmal an die letzten Opfer der Brutalität des Lukaschenko-Regimes erinnern. Roman Bandarenka, er starb, weil er von einem freien und demokratischen Belarus träumte. Meine Damen und Herren, was heißt das für uns, Vertreter der Europäischen Union? Es ist unmöglich, dass die freie Welt die Ergebnisse gefälschter Wahlen akzeptiert und schweigt im Angesicht von Brutalität und politischer Schikanen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als die belarussische Gesellschaft in ihrer Entschlossenheit zu unterstützen, für die Achtung der Grundfreiheiten zu kämpfen. Es ist unsere zivile Pflicht, die Bestrebungen der Belarussen weiterhin zu unterstützen. Es gibt hier jedoch einen Vorbehalt, den ich mit anführen möchte. Es sind die Belarussen ausschließlich, die entscheiden sollen über ihre Zukunft. Keine Eingriffe Dritter sollten hier akzeptiert werden. Ein friedlicher Übergang zu einem modernen und demokratischen Staat ist möglich nur als verhandelter Prozess. Und dazu gehören auch Vertreter der Opposition. Einbezogen werden müssen alle, jene im Exil, in Litauen, in der Ukraine, in Deutschland oder in Polen. Deshalb ist es so, dass Polen gemeinsam mit Deutschland und anderen Partnern Alexander Lukaschenka darauf drängt, einen inklusiven nationalen Dialog anzustoßen. Meine Damen und Herren, Frau Svetlana Tichanowska, mit der ich die Freude hatte, dieses Thema bereits mehrfach zu erörtern, sagte, dass diese Präsidentschaftswahlen wiederholt werden müssen. Ja, eine Verfassungsdebatte ist erforderlich, aber nicht vor Wahlen. Die Bevölkerung von Belarus muss die Möglichkeit haben, ihre Stimmen abzugeben und zu entscheiden, mit wem sie das Land reformieren möchten.
Polen ist an der Entwicklung der Beziehungen mit Belarus gelegen. Wir wollen, dass Belarus unabhängig ist, souverän und demokratisch und wirtschaftlich und sozial in Europa aufblüht, dort, wo es hingehört. Wir nutzen jede Gelegenheit, um Bedingungen zu schaffen, die die Entwicklung enger Beziehungen zur EU ermöglichen. Ich darf das aber noch einmal betonen. Es ist an den Belarussen, und die Belarussen sollen ausschließlich diejenigen sein, die entscheiden, mit wem sie sich zusammenschließen wollen. Meine Damen und Herren, ich darf mich noch einmal bedanken für diese Veranstaltung, die zum richtigen Zeitpunkt kommt, und für das sehr passende Programm. Ich wünsche Ihnen allen eine sehr fruchtbringende Konferenz. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Minister, haben Sie herzlichen Dank für Ihre Rede, die unsere Gemeinsamkeit im Herangehen sehr deutlich macht und in der klar wird, Belarus ist nicht nur eine Sache in Belarus, es ist auch unsere Sache und wir gehören in einen gemeinsamen Zusammenhang. Herzlichen Dank. Und nun kann ich weiterleiten und das Wort geben an Professor Timothy Snyder. Er ist bekannt als jemand, der sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts dieses gesamten Raumes intensiv beschäftigt hat, der gerade von unseren gemeinsamen Werten her sehr klar die Katastrophen dieser Regionen, die heute zwischen Deutschland und Russland liegen, in die Öffentlichkeit gebracht hat, erforscht hat und damit den großen Kontext herstellt für das, was heute in Belarus geschieht, gleichzeitig aber auch den Hintergrund deutlich macht, weshalb das eben nicht nur eine Sache in diesem Land ist, sondern weshalb gerade wir Deutschen hier vor einer besonderen Verantwortung stehen. Herr Professor Snyder, wir sind sehr froh, dass Sie heute zu uns reden werden, um uns diese Horizonte noch einmal vor Augen zu führen. Herzlichen Dank, Sie haben das Wort. Thank you very much. Thank you for the haben Sie vielen Dank. Danke für Ihre freundliche Einführung. Es ist eine Freude, hier bei Ihnen zu sein. Es ist eine Ehre, nach Herrn Minister Rau, Herrn Minister Maas und nach Frau Tichanowska ja zu sprechen. Ich bin Geschichtswissenschaftler, Historiker. Und was ich in den nächsten etwa 20 Minuten tun werde, das ist einige Worte über die Verbindung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart sprechen. Ich werde auch über die ganz besondere Erfahrung von Belarus im Zweiten Weltkrieg sprechen. Minister Maas hat das ja schon sehr schön erwähnt. Wie kann uns das helfen, zu beurteilen, was jetzt in Belarus passiert? Es gibt eine Geschichte, meine Damen und Herren, die Europa von sich selbst erzählt. Die Geschichte der Europäischen Union soll sein, wir haben von der Vergangenheit gelernt. Wir haben aus dem Zweiten Weltkrieg, aus diesem schrecklichen Krieg, gelernt von dem Verlust so vieler Soldaten, so vieler Menschen, der Zivilbevölkerung und des Holocaust. Wir nehmen uns das zu Herzen und wir haben Demokratien aufgebaut, damit wir Kooperation haben können zwischen uns. Wir haben verstanden, was es braucht, um Frieden aufzubauen, Frieden zu halten. Das ist die Geschichte der Europäischen Union. Aber wer hat denn das Recht, die Geschichte des Krieges zu erzählen? Kann die Geschichte des Krieges wirklich nur aus London oder Paris oder Brüssel oder Berlin aus erzählt werden? Kann die Geschichte dieses Krieges nur von Moskau erzählt werden oder aus Warschau? Nein. Die Geschichte dieses Krieges muss auch von Belarus erzählt werden. Denn wo
war denn das Leiden am schlimmsten in dem Zweiten Weltkrieg in Belarus? Und wer nimmt jetzt so große Gefahren auf sich im Namen der Demokratie? Das sind die Belarussen. Wer stellt sich jetzt der Gewalt entgegen? Das sind die Menschen von Belarus. Und daher ist der Punkt, den ich machen möchte, folgender. Besonderer Moment für Belarus und für Europäer. Es ist nicht ein Moment, wo die Europäer sagen können, wir geben euch jetzt Instruktionen in Belarus, sondern es sollte genau andersrum sein. Die Belarussen sollten jetzt Instruktionen an die Europäer geben über einen ganz speziellen Moment in der Geschichte, in dem eine wichtige Lektion über Demokratie gelernt wird. Ich denke, meine Damen und Herren, Sie alle kennen sich aus über die Vergangenheit, die Geschichte von Belarus. Sie wissen alle, es hat eine nationale Bewegung dort gegeben im 19. Jahrhundert bereits. Sie wissen alle, es hatte seine eigene historische Beziehung, eine eigene Sprache, eine Literatur, eine Kultur, die so ähnlich wie andere nationale Bewegungen in seiner Nachbarschaft in Europa. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Territorium, das jetzt Belarus ist, aufgeteilt zwischen Polen und der Sowjetunion. Das war eine besonders unglückliche Kombination für diese Menschen, denn auf der polnischen Seite wurde die Kultur und die Schulen der Belarussen unterdrückt. Auf der sowjetischen Seite bekamen sie am Anfang Unterstützung in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber in den 30er Jahren brach der sogenannte große Terror aus. Die belarussische Intelligenzia, speziell die führenden Schriftsteller der sowjetischen Belarus, wurden ermordet. Wie später gesagt wurde, die Blüte der belarussischen Nationalkultur ist geköpft worden. Das war alles vor dem Zweiten Weltkrieg. Und nun, um die Essenz des Zweiten Weltkriegs zu verstehen, so wie Minister Maas gesagt hat, muss man sagen, dass die Pläne von Hitler vor allem sich auf den Osten Europas bezogen. Es ging darum, die Sowjetunion zu zerstören und die östlichen Gebiete zu kontrollieren. Und das bedeutete vor allem die Ukraine und Belarus. Also Westrussland und Belarus und Ukraine sollten ja Kolonien Deutschlands werden. Die Menschen sollten entweder hungers sterben oder zu Sklaven gemacht werden oder vertrieben werden und Deutsche dort angesiedelt. Ein Ergebnis dieser Pläne und ein Ergebnis des Fortschritts des Krieges wurde der gefährlichste Platz zwischen 41 und 45 auf der ganzen Erde. Warum war das so? Nun, zum Ersten war das natürlich der Invasionsroute, der Hauptkorridor, Einfallskorridor auf dem Weg nach Moskau für die deutsche Armee. Das heißt, Minsk wurde bereits am 25. Juni 1941 stark bombardiert von der Wehrmacht. Und die Wehrmacht wurde dann von der Einsatzgruppe gefolgt, die Juden, Kommunisten, Zigeuner und andere Menschen, auch einfach Kranke ermordete. Viele Tausende weiterer Menschen, intelligente, hochgut ausgebildete Leute wurden absichtlich erschossen, weil die gebildeten Klassen abgeschafft, vernichtet werden sollte. Gegen Ende des Jahres ist eigentlich alles essentiell Schreckliche, was die Deutschen nach Osteuropa gebracht hatten. Konzentrationslager, jüdische Ghettos, extra Lager, nur zum Umbringen von Juden und all das gab es in Belarus. Zum Beispiel im Dezember 1941 wurden über 6.600 Menschen jüdischen Glaubens zu einem Erschießungsgrund gebracht, wo sie dann erschossen worden sind. Zwischen 1941 und 1942 war Minsk die Lage, der Ort des größten Ghettos in Ostdeutschland und 70.000 belarussische Juden waren dort untergebracht. Heinrich Himmler besuchte dieses Ghetto in Minsk und war erschrocken über eine damals gefilmte Show-Hinrichtung, deren Zeuge er war.
In einem anderen Ort, den ich eben erwähnt würde, wurde ein weiterer Hinrichtungsort gegründet, wo belarussische Juden umgebracht wurden, aber auch andere europäische Juden. In einem Vorort von Minsk. Als ich heute zur Arbeit gelaufen bin, bin ich an Stolpersteinen vorbeigekommen und anderen Orten, die genau dorthin nach Belarus entführt worden waren, auch hier von meinem Wohnort aus, die dorthin gebracht worden sind, um umgebracht zu werden, mit Gas zum Beispiel. In Minsk wurde Gas verwendet, um übrig gebliebene Kinder noch umzubringen. Unglücklicherweise ist das nur ein Teil der Verbrechen von Deutschland. Es gibt auch die Massentötungen von russischen Kriegsgefangenen. Das ist auch das zweitschlimmste Verbrechen. Die sowjetischen Soldaten, die als Kriegsgefangene gehalten werden, wurden letztlich nur in Höhlen oder Keller oder auf Feldern gefangen gehalten und man ließ sie dort sterben. Das waren etwa 3 Millionen, etwa 700.000 von ihnen wurden in Belarus umgebracht im Herbst von 1940 und den frühen Monaten von 1941. Das schlimmste Todeslager war wahrscheinlich Stalag 352, ganz in der Nähe der Hauptstadt Minsk. Und es hört hier noch nicht auf. Es gab eine dritte Hauptstoßrichtung der Tötungen, und das waren Kampagnen gegen Partisanen. In Belarus, das wissen wir alle, da gab es sehr viele Untergrundpartisanen. Es gab sehr viele jüdische Partisanen, die sich gegen das deutsche Regime stellten. Das weiß auch jeder Belarus genau. Gegen die deutsche Besetzung arbeiteten sie. Und dieser Partisanenkrieg rief entsetzliche Gegenmaßnahmen hervor. In 1942 gab Hitler den Befehl, dass alle Leute über die Ordnungspolizei, alle Partisanen ermordet werden sollten. Das passierte auch so, das wurde durchgeführt. Die SS-Kommandos in Belarus bekamen Sollzahlen, wie viele Menschen sie jeden Tag umbringen sollten. In den späten Monaten von 1942 hieß es, dass die Männer in Belarus zu Sklavenarbeit hergenommen werden sollten. Aber die Kinder und die Frauen sollten umgebracht werden. 1943 wurde es, wenn möglich, noch einmal schlimmer. Die Deutschen erklärten bestimmte Gegenden zu sogenannten Todeszonen, wo jede menschliche Bewegung sofort einen Kugelhagel nach sich zog. Und da wurden noch einmal etwa 300.000 Leute umgebracht während diesen Antipartisanen-Bewegungen. Und über 90% dieser Menschen waren unbewaffnet. All diese Ereignisse, die ich jetzt aufgezählt habe, sind natürlich bekannt bei den Belarusern. Vielleicht ist das den Europäern weniger bewusst. Aber es spricht für deutsche Politik und deutsche Außenpolitik, dass in diesen Monaten und in den letzten Jahren große Bemühungen es gegeben hat, deutsche Geschichte und europäische Geschichte mit der belarussischen Geschichte zu verbinden. Meine Damen und Herren, um zum Ende zu gelangen, wenn Sie das alles zusammen in den Blick nehmen, dann war Belarus der allergefährlichste Ort auf der gesamten Welt während des Zweiten Weltkriegs. Diese drei deutschen Politiken, also das absichtlich verhungern lassen von Gefangenen, der Holocaust und der Partisanenkrieg, da haben mehr Menschen den Tod gefunden in Belarus pro Kopf gerechnet als irgendwo sonst. Ganze Städte, ganze Dörfer, der größte Teil von Minsk war verschwunden danach. Nach beinahe 500 Jahren jüdischem Lebens in Belarus standen sie vor der fast völligen Vernichtung. Unter den sowjetischen Bürgern war es am allergefährlichsten für Juden, aber nach den
Menschen, die in der Sowjetunion, in Europa und in der gesamten Welt am härtesten getroffen waren, das waren die Belarusen. Die jüdischen Belarusen wurden auch in einem Teil des Krieges ermordet. Die Österreicher erinnern jetzt daran, aber danach, nach dem Krieg, war der Krieg in Belarus, das muss man auch sagen, war viel schrecklicher. Das ist für Europäer wahrscheinlich kaum sich vorzustellen, wie groß das Leiden war in der Sowjetunion. Aber in Belarus war es noch viel größer. Und nach dem Krieg war da ein Belarus ohne, fast ohne Bevölkerung und mit sehr wenigen Menschen in der Hauptstadt Minsk. Und dann wurden sehr viele Sowjetbürger dort angesiedelt, was natürlich das auch erschwerte, dass die belarussische Kultur wieder entstehen konnte. Warum müssen wir uns jetzt fragen, wie passt das alles zu der Geschichte, die Europäer sich selbst erzählen über den Zweiten Weltkrieg? Ist es richtig, dass die Europäer alles gelernt haben aus dem Krieg, was es nötig war für sie? Also die Deutschen haben sicher und die Polen auch haben viel gelernt, das haben wir gesehen. Aber das schlimmste SS-Kommando, wissen das die Polen, das in Polen verheert hat, dass das auch die schlimmsten waren, die in Belarus Morde ausgeübt haben. Die Deutschen beginnen, diese Grausamkeiten im Osten Europas zu erinnern, aber das gibt noch so viel mehr Arbeit zu tun. Wir erinnern uns an einen Teil des Leidens, aber wir müssen innerhalb der Geschichte den richtigen, den zentralen Platz von Belarus in der Geschichte erkennen und auch für uns jetzt in der Gegenwart. Daher stelle ich die Frage, haben die Europäer aus einem schrecklichen Krieg gelernt? Haben sie die Lektionen des Leidens gelernt? Können diese Lektionen denn ohne eine Betrachtung von Belarus existieren? Natürlich nicht. Belarus richtig zu erkennen, ist essentiell, ist zentral für die Geschichte Deutschlands, Polens und Europas aus intellektueller Hinsicht und aus moralischer Hinsicht. Um das, was die beiden Minister vor mir, die vor mir gesprochen haben, zu unterstreichen. Es geht nicht darum, den Belarussen zu erklären, was sie tun sollen, sondern es geht darum, ihnen zuzuhören. Darum möchte ich jetzt als ein Amerikaner schließen. Die letzten Wochen und Monate hat die Demokratie in meinem eigenen Land Bedrohung erfahren durch einen Präsident, der den Ausgang einer Wahl nicht akzeptieren wollte und immer noch nicht akzeptieren will. Wenn man das vergleicht mit der Situation in Belarus, dann kann man sagen, in einer viel, viel gefährlicheren Situation mit viel größeren Risiken persönlicher Art hat das belarussische Volk ständig sich dagegen aufgelehnt, dass Wahlen so behandelt wurden und sind zu einer Referenz geworden, auch für uns Amerikaner, was man tun soll und was man nicht tun soll, was passieren sollte und was nicht passieren darf. Als ein Historiker, der nun mit Europäern spricht, möchte ich sagen, eure Geschichte kann nicht vollendet werden ohne Belarus. Als Amerikaner kann ich sagen, danke. Sehr geehrter Professor Schneider, haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen kurzen, aber doch sehr umfassenden Vortrag, der uns deutlich macht, mit welchem Land wir es zu tun haben und wie wir gerade als Deutsche mit ihm in einer besonders belastenden und schwierigen Weise verbunden sind. Ich kann darauf hinweisen, dass der Deutsche Bundestag viel zu spät, aber jetzt dann doch im Oktober beschlossen hat, ein Dokumentationszentrum in Berlin zu errichten, in dem eben der Vernichtungskrieg, ja, Krieg im Osten und im Westen, aber eben insbesondere eben auch der Vernichtungskrieg im Osten dokumentiert wird, weil in Deutschland allzu wenige davon wissen. Und dies auch in die nächste Generation weiterzugeben, diese Geschichte als eine Herausforderung für uns heute zu beschreiben, ist das Ziel dieses wichtigen Projektes. Und da wird es wichtig sein, dass eben auch Vertreter aus diesen Ländern jeweils ihr Wort erheben und an dieser Konzeption mitarbeiten. Sie haben das eben sehr deutlich zum Ausdruck gebracht und dies wird eine Herausforderung nicht nur für heute, sondern auch für die nächsten Jahre für uns sein. Und mit Ihren letzten Bemerkungen haben Sie
Es hat deutlich gemacht, dass die Bedrohung von Demokratie nicht nur am Osten, sondern auch in unseren demokratischen Ländern immer wieder neu zu bekämpfen ist. Wir stehen hier vor der gemeinsamen Verteidigung unserer Werte in unseren Ländern, aber eben auch in unserer Nachbarschaft. Und heute steht Belarus im Vordergrund, braucht unsere Solidarität. Ganz herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Bitte schön. Ich danke Ihnen und gebe nun weiter an Christian Trippe, der uns den weiteren Fortgang beschreibt. Ich hatte ja die Hoffnung, dass ich zum Thema Technik auf diesem Minsk-Forum gar nicht würde sprechen müssen. Nun muss ich doch Sie alle, die Sie uns zuschauen, über YouTube oder über Ihr Mobilgerät, dann über den YouTube-Kanal sagen, dass wir ein großes Problem mit unserem Host-Server haben. Unsere eigene Webseite minskforum.org ist zusammengebrochen. Wir versuchen das bis 13 Uhr, bis es weitergeht, zu reparieren. Denn um 13 Uhr freuen wir uns alle auf die Debatte, die von der Konrad-Adenauer-Stiftung als Partnerorganisation veranstaltet wird, zur Debatte Wege aus der politischen Sackgasse. Wünschen wir uns allen, die wir jetzt in die Mittagspause gehen, dass ich um 13 Uhr Sie wieder begrüße mit der Information hoffentlich, dass unsere Website, über die ja auch die Fragen dann an die Panels gerichtet werden können, dass unsere Website wieder hochgefahren werden konnte. Jetzt erstmal schöne Pause, guten Appetit.